Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, Italien hat einen neuen Premierminister, Goldman Sachs-Banker Mario Draghi, der von 2011 bis 2019 als Chef der Europäischen Zentralbank allgemein bekannt wurde. Unter Draghi mutierte die Europäische Zentralbank endgültig zur europaweiten Banca d'Italia, das heißt einer Zentralbank, die Staatsdefizite finanziert, indem sie hemmungslos öffentliche Schuldverschreibungen aufkauft und dadurch und durch Niedrigzinsen tendenziell höhere Inflation begünstigt. Kaum im Amt, als Chef einer neuen Regierung Italiens, hat Draghi nun die Schaffung eines gemeinsamen Eurozonenbudgets zur Regierungspriorität erklärt. Deutschland würde so zu einer Steuerkolonie des Club Mediterranee, denn wie deutsche Steuern ausgegeben würden, würde fortan gemeinsam von der Eurozone beschlossen. Es wäre das Ende des von unseren Eltern und Großeltern hart erarbeiteten deutschen Nachkriegswohlstands. Ein guter Grund, einmal einen Blick auf die Vita des stets sardonisch lächelnden Römers Draghi zu werfen. In den 1990er Jahren war Draghi Chefbeamter des italienischen Finanzministeriums. Um Italien unbedingt in die sich formierende Währungsunion zu lotsen, oder präziser gesagt zu mogeln, war Draghi entschlossen, die italienische Staatsverschuldung mit allen Mitteln scheinbar in Richtung 60% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu senken. Nachhaltig lässt sich Staatsverschuldung nur durch umfassendere Besteuerung, Senkung der Ausgaben und vor allem durch Wirtschaftsreformen und höheres Wachstum reduzieren. Draghi entschied sich stattdessen für die Privatisierung italienischer Staatsunternehmen. Dabei wurden die im Kern gesunden und profitablen Unternehmen weit unter Wert an internationale Finanzinvestoren verscherbelt. So wurden die italienischen Staatsschulden rechtzeitig zum Stichtag für die Festlegung der Mitgliedschaft im Euro reduziert, deren Tragfähigkeit allerdings entscheidend beschädigt. Der frühere, 2010 verstorbene italienische Staatspräsident Francesco Cossiga, einer der wenigen Politiker Italiens ohne große Korruptionsskandale, verurteilte Draghis Unterwertauktion des italienischen Staatssilbers damals scharf und nannte den zwielichten Bankenfreund Draghi dafür un vile affarista, einen elenden und habgierigen Finanzknecht. Anschließend arbeitete Draghi für die Weltbank und Goldman Sachs, wo er bis 2005 für das institutionelle und europäische Regierungsgeschäft der US-Investmentbank verantwortlich war. 2006 folgte die Ernennung zum Präsidenten der italienischen Notenbank, der Banca d'Italia, und 2011 mit Unterstützung Merkels die Berufung als Präsident der EZB, nachdem Merkel der Kandidatur Axel Webers, des damaligen Bundesbankpräsidenten, die Unterstützung versagt hatte. Merkel entschied sich für Draghi, von dem bekannt war, dass er, wie er selbst der Süddeutschen Zeitung gegenüber einräumte, zwischen Recht, Gewissen und Politik gerne eigene Wege gehe. Im Klartext, dass er es mit Recht und Verträgen nicht so genau nehme. Bereits während Draghis Kandidatur zur EZB-Präsidentschaft im Jahr 2011 verwiesen kritische Stimmen auf Draghis Rolle um 2000 oder 2001 bei der Verschleierung desaströser Staatsfinanzen durch die griechische Regierung und Goldman Sachs mit Hilfe von sogenannten Off-Market-Swaps. Die EZB und der EuGH verweigerten jedoch die Veröffentlichung von Dokumenten, die Einzelheiten zu den Credit-Swaps enthielten. Wieso nur die Weigerung, wenn diese Unterlagen nicht Draghis Rolle bei den dubiosen Finanzgeschäften der Griechen zweifelsfrei bewiesen? Und wieso sonst hätte Goldman Sachs den Italiener als Europachef eingestellt, wenn nicht wegen seiner besten und für die Bank höchst profitablen Beziehungen in den Machtkorridoren in Rom, Athen und wohl auch anderswo? 2012 dann stellte die Brüsseler Anti-Lobby-Gruppe Corporate Europe Observatory, kurz CEO,
einen klaren Interessenkonflikt zwischen Draghis Mandat als EZB-Präsident und seiner Mitgliedschaft in der sogenannten Group of 30, einer privaten Lobbyorganisation der Finanzwirtschaft und vor allem der Top-Investment-Banken fest. Mit Übernahme der Bankenaufsicht durch die EZB im November 2014 sah das CEO den Interessenkonflikt verschärft und reichte Beschwerde ein. Im Januar 2017 ordnete die Bürgerrechtsbeauftragte O'Reilly eine Untersuchung an. Im Abschlussbericht bestätigte O'Reilly den Interessenkonflikt und sah die Unabhängigkeit der EZB kompromittiert. Außerdem entspreche die Mitgliedschaft Draghis in der Group of 30 nicht der etablierten internationalen Praxis. Und so rügte O'Reilly die Weigerung der EZB, ihrer Empfehlung zu folgen und die Mitgliedschaft Draghis in der G30 zu beenden. Mit Draghi gelangte die EZB de facto unter die Kontrolle von Goldman Sachs. Während seiner 8 Jahre im Amt brach Draghi häufiger und freudiger Recht als irgendwer, irgendwo, irgendwann seit dem Zweiten Weltkrieg. Eindeutig vertragswidrig kaufte Draghi bis Ende 2019 für 2,4 Billionen Euro, das heißt 2.400 Milliarden Euro, Staatsanleihen und finanzierte damit defizitäre Staatshaushalte und marode Banken, vor allem in Südeuropa. Die Bundesbank und der deutsche Steuerzahler haften dafür mit knapp 20% und wenn andere Staaten ausfallen, noch weit mehr. Über das Target-2-Zahlungssystem der EZB finanziert die Bundesbank überdies Deutschlands Exporte in die Südeuro-Staaten weitgehend selbst, ebenso wie die Immobilienkäufe zum Beispiel italienischer Investoren in Deutschland. Für beides haften in letzter Instanz die deutschen Steuerzahler mit mittlerweile rund 1,1 Billionen Euro. Und den deutschen Privatsparer hat Draghi nach Berechnungen der DZ-Bank und des Politikmagazins Cicero durch seine Niedrigzinsen um mindestens 320 Milliarden Euro an Zinseinnahmen gebracht. Das sind pro Person und pro Jahr mindestens 600 Euro. Und für all das, das heißt eine Politik, die die deutschen Bürger mindestens rund 2 Billionen Euro gekostet hat, hat die Bundesregierung letztes Jahr dem zwielichten und gar nicht so elenden Finanzknecht und zugleich Magnaten das Bundesverdienstkreuz verliehen. Als Premierminister Italiens, seien Sie dessen gewiss, wird Draghi uns bis zum Weißbluten ausnehmen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Gunnar Beck aus Brüssel.